Ja, also du warst in China. Wie lange wart ihr denn da? 2 Wochen. Okay, erzähl doch mal, wie war es denn so allgemein und was war denn so dein Top-Erlebnis oder das, was dir am meisten in Erinnerung geblieben ist? Ja, also mein Top-Erlebnis war, dass wir generell in Familien gelebt haben dort, weil man dann auch echt gesehen hat, wie die dort wohnen und leben und auch von den Verhaltensweisen und von allein von dem Alltag sehr, sehr unterschiedlich ist. Und von so Ausflügen mäßig waren wir einmal in einem ganz tollen Naturpark oder Park, wie auch immer. Da waren so Tempel und so typische Anlagen so zwischen den Wäldern. Und das war total toll. Das war so tropisch auch. Das sah richtig schön aus. Okay, ich war ja auch beim Amerika und da habe ich ja auch ziemlich erlebt, wie so die Kultur komplett anders ist. Erzähl doch mal so ein paar Unterschiede zwischen der deutschen und der chinesischen Kultur. Die Esskultur ist ziemlich anders, also natürlich vom Essen her, aber auch von der Art und Weise, wie sie essen. Also zum Beispiel schmatzen sie extrem und rülpsen und spucken ihre Sachen aus. Und also es ist schon irgendwie eklig für uns gewesen, aber ja, man gewöhnt sich irgendwann dran. Also und sie essen sehr schnell, aber das ist eigentlich ja, das zum Beispiel. Oder dann ist zum Beispiel, wenn sie einen was fragen und man sagt nein, also wirklich nein, das ist für die irgendwie nicht so geläufig. Also da sind sie dann schon eher so, ups, okay. Also das eigentlich. Erzähl doch mal was von der Schule, so, weil Chinesen sind ja mehr oder weniger bekannt dafür, dass sie eigentlich ununterbrochen lernen. Ja. Ist das so? Oder? Ja. Also meine Austauschpartnerin, die hat nur gelernt. Also wir sind um 5 zurückgekommen von der Schule, also um 6 Uhr sind wir eigentlich aufgestanden und sind dann um 7 in die Schule und dann sind wir um 5 zurück und sie hat einfach weiter gelernt bis um 11 oder 12. Und die hatte nie Zeit für mich, das war ein bisschen blöd, aber sonst, ja, also sie hat nur gelernt, aber es gab auch andere, die haben nicht so viel gelernt. Okay, also habt ihr eher dann das mit den Deutschen was gemacht oder wenn eure Chinesen quasi? Und also für mich war eigentlich meine Gastmutter eigentlich mehr so die Austauschpartnerin, weil die ganze Zeit was mit mir gemacht haben. Ich bin mit der tanzen gegangen, ich bin mit der ins Kino gegangen, einkaufen gegangen, also alles so Sachen, was man eigentlich mit der Austauschpartnerin machen würde. Aber gut, das war jetzt eigentlich nur mein Fall. Also okay, dann wenn du noch irgendwas sagen willst, schieß los, sonst vielen Dank. Will eigentlich nichts mehr sagen. Also es war sehr schön und wenn man die Möglichkeit hat, nach China zu gehen, dann auf jeden Fall machen. Okay, vielen Dank.